Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of the Zelda Link to the Past. Im letzten Part haben wir so ein paar Sachen geholt, wie, warte, jetzt muss ich einmal, genau, die Flöte einmal und die möchte ich jetzt nicht aktivieren, aber da kommt der Vogel. Na, dann machen wir doch erstmal das. ja, wie halt das hier und das da und, tot. Okay, ich bin tot. Wie halt die Flöte und den Zauberumhang und das, ein Medaillon. Mal eben schauen, wie das genau hieß. Das Feuer, genau. Das Erdmedaillon hatten wir ja schon. Auf jeden Fall wollen wir jetzt, was ich jetzt vorhabe, ist auf jeden Fall den Berg mal eben beklimmen nochmal. Weil, da ist nämlich, zwei weitere Items, die ich ganz gerne haben würde. Zum einen brauchen wir halt unseren Mantel, den wir letzte Folge gekriegt haben, und zum anderen brauchen wir das letzte Medaillon, genau das wollte ich sagen. Und ja, das kriegen wir, glaube ich, beides in der Lichtwelt, wenn ich richtig gesehen habe. Und das will ich mal versuchen, ob ich das hinkriege. Da möchte ich nicht lang und ich möchte hier unten vielleicht mal schauen. Ich weiß gerade gar nicht, wo es weitergeht, genau. Naja. Ich spiel jetzt ja auch blind, ich Vollidiot. Ein paar Herzen werden aber trotzdem voll freundlich. Keine Herzen für mich. So eine Schweinerei hier. Da oben ist ein anderer Gang gewesen. Okay, aber da möchte ich nicht hin. Ich möchte auch nicht in das Loch, aber na gut. Na gut, das setzt mich wenigstens zurück. Wenigstens etwas. Ich bin halt gerade ein bisschen überfragt. Ein kleines bisschen, aber nur. Oh, mit Herz. Cool, ein Herz. Yay. Und da ist wieder ein Loch. Und da sind wir wieder draußen. Habe ich den falschen Eingang benutzt? Kann da. Ist das ein Ding der Möglichkeit? Okay, dann. Hier ist aber ein Weg nach oben. Ich möchte den Berg auf jeden Fall erklimmen. Das ist mir schon mal fest. War das hier lang? Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Da möchte ich jetzt aber nicht hin. Ich möchte nach oben. Da soll irgendwann eine Brücke sein, wo wir weiterkommen. Okay, da ist der Porter. Okay, zu dem wollte ich eigentlich hin. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber Mano, warum habt ihr alle keine Herzen für mich? So ein Ärger auch. Mach jetzt erstmal Sachen kaputt. So. Irgendwie soll. Muss ich in die Schattenwelt dafür? Ich hab doch keinen Plan. Oh, Feen. Ein paar Feen werden noch nett. Danke. Natürlich haben wir im letzten genau Herzen. Tschüss. Okay, jetzt bin ich oben. Komme ich so zur Brücke? Ich bin auf jeden Fall jetzt oben bei dem Turm. Da ist die Brücke. Ist das die richtige Brücke? Oder muss ich. Ah, da! Da ist es. Da wollte ich hin. Und dann mache ich mal das. Halte das Master-Schwert in die Luft und epileptische Anfälle. Und damit hätten wir das Blitzamulett oder das Luftamulett. Tut mir leid. Okay, das hätten wir also auch erledigt.
Gut, jetzt möchte ich noch das nächste haben. Also, das nächste Item, was ich hier vorhatte. Dieses Luftding. Das ist, ich habe noch nie so perfekt so einen Sinn gesehen. So, jetzt warte ich mal einen Moment und dann kommst du genau. Dann kannst du schön da bleiben. Und hier möchte ich rüber. Und hier kommen wir jetzt weiter, weil wir den Hammer haben. Da konnten wir letztes Mal nicht machen. Das war nämlich ganz, ganz doof und deswegen, ja, ist schon Bescheid. Gut, das hätten wir also auch gemacht. Und dann möchte ich dich einmal besiegen, genau. Ich weiß doch, dass wir hier irgendwo runterspringen konnten. Dann, und da ist eine Fee. Die nehme ich doch ganz gerne mit. In einer Flasche aufbewahren. Genau, das möchte ich. Das möchte ich doch. Das möchte ich doch hier wohl meinen. Okay, dann... Da ist ein Herzteil. Komme ich denn da ran? Ist hier irgendwo... Nein. Wahrscheinlich irgendwie anders. Aber keine Ahnung wie. Vielleicht warp ich mich einen Moment und dann schaue ich da mal. Das funktioniert nicht. Okay. Dann wahrscheinlich aus der Schattenwelt raus. Wir sind auch in der Schatten. Sind wir in der Schattenwelt oder in der Lichtwelt? Okay. Wenn ich mich recht erinnere, war hier auch noch der nächste Tempeleingang. Aber dafür bräuchte man, glaube ich, eine richtige Reihenfolge. Die ich soeben auf Anhieb geschafft habe. Okay. Aber da kommt ein Teleporter, womit wir hier lang können. Okay. Okay, okay, okay. Akzeptiere ich so. Meine Herzen werden zwar trotzdem ganz, ganz freundlich, aber akzeptiere ich so. Gut, dann möchte ich mal eben schauen, wo es hier weitergeht. Was ist hier drunter? Eine Treppe. Ich möchte mir die Treppe angucken. Wenn ich das darf. Kann ich mich wahrscheinlich mit dem Enter rüberziehen, wenn ich das gerade richtig sehe. Kann ich auch. Okay, dann möchte ich die Truhe da haben. Bitte. Okay, ein paar Rubine. Ein paar Rubis. So. Nein, kann ich nicht. Ich muss da schon oben lang, scheinbar. So, und dann hier rüberziehen. Die Truhe mitnehmen. Geht's dann. Und hier können wir auch nochmal rüber. Und hier haben wir nochmal ein paar Bomben. Können wir nur mit Bomben... Haben wir das? Ich weiß es nicht. Sonst müssen wir uns da halt an der Seite langziehen. Nein, können wir nicht. Okay. Aber klar. Ein paar Rubine. Ich möchte irgendwas Cooles haben. Aber. Okay. Ist hier noch irgendwas, was mich irgendwie interessieren könnte? Irgendwie nicht, oder? Nee. Okay, wieder raus. Okay. Ach, an euch erinnere ich mich. Irgendwie. Vielleicht kann man scheinbar nicht besiegen. Okay, dann gehen wir mal rüber. Doch, so ein Teil. Ihr seid scheiße. Das wisst ihr wahrscheinlich auch. Und hier ist so ein Ding. Okay. Ich weiß nicht, was die bringen. Tut mir leid. Okay, jetzt sind wir hier oben. Das bringt mir nichts. Gehe ich mal hier oben lang. Kann ich hier irgendwas machen? Scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder weg. Oder... kann ich mich da irgendwie hier warten? Ach dann. Komme ich wieder dahin. Stimmt, ich wollte mich ja noch nach dem Herzteil erkundigen. Ob das so irgendwie hier geht? Ich bezweifle es, aber
können uns das ja mal anschauen. Es war ja auf so einer einzelnen Plattform nochmal. Oh. Hallo. Und ich möchte weg. Weg, weg, weg. Und tschüss. Oh Gott. Nein. Du bleibst da, wo du bist. Und da gefällst du mir nämlich ganz gut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier irgendwie... Oh, ein Herz. Gott sei Dank. Fee? So, ich glaube, er ist hier runtergesprungen, wenn ich mich recht erinnere. Also, wenn ich das... Ja, okay. Hier bin ich richtig. Jetzt können wir nämlich den magischen Umhang benutzen, den wir zuvor erhalten haben. Und hier einfach überschweben. Es geht nur mit der Magie. So. Ich weiß gar nicht, wenn die Leiste jetzt leer geht. So. Okay. Das war mehr als knapp, muss ich schon sagen. Und dann kriegen wir den Stab. Fantastisch, der Birnrasch-Stab. Schwinge ihn und einen Ring aus. Blablabla, ertönt. Okay. Damit hätten wir das volle Item gekriegt. Hier fehlt noch ein Slot. Aber ich weiß nicht, was das ist. Wie viele Feen haben wir überhaupt? Wir haben eine. Ich habe übrigens erfahren, es gibt noch eine vierte Flasche. Aber die werden wir uns dann irgendwann anders krallen. Mal gucken. Gut, die hätten wir schon mal alles. Und, ich bin übrigens drauf und dran, am Ende, wenn wir irgendwie weiter sind, die ganze Herzteile zu krallen. Weil, ich meine, wenn wir das Spiel schon spielen, möchte ich das doch komplett zeigen. Also, das, irgendwie ist das doof, dass ich hier keine Magie-Container mehr kriege. Ja, weil die magischen Kräfte sind so ein bisschen alle... Okay, dann nehmen wir halt Schaden. Tschüss! Hilfe! Ich nehme Schaden, obwohl das Blinken ist nicht mal so verkehrt. Und ich kann nicht rüberrennen. Oh Gott, das war knapp. Aber wir hätten ja noch einen Fee gehabt. Und wir haben das Teil. Also wir alles gut. Gut, dann. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Wir gehen wieder zurück in die andere Welt. Also dann können wir ja jetzt in den anderen Schattenkessel. Was ich mich noch angucken wollen würde, ist wohl das Dings. Ich muss gerade überlegen, wo kriegen wir den Schattenportal her? Wir sind schon in der richtigen Welt. Wir müssen aus der Lichtwelt in die Schattenwelt. Ich glaube, das geht sowieso gar nicht anders, oder? Können wir gerne unten mal schreiben. Wie das denn aussieht. Ich habe da auch noch das Herzteil gesehen, aber das können wir wahrscheinlich später erst. Ich notiere mir das mal eben. Also, ich kann mir das beim Abhaken. So, die beiden habe ich auch. Herzteil. Lichtwelt. Todesberg. Ja, dann weiß ich doch circa, was damit gemeint ist und ja. Ihr wisst schon Bescheid. Ihr wisst schon Bescheid, Leute. Euch kann ich nichts vormachen. So, da war doch irgendwo die Höhle zu Kakariko. Führt die auch in der Schattenwelt dahin? Ich möchte nicht hier unbedingt. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Wo führt die hin? Das ist gut, da ist eine Heilung. Danke. So, und weg damit. Gut, dann haben wir uns wenigstens einmal vorgeheilt, was ich nicht mal verkehrt finde. Und... Oh, Gegner. Toll, das hat mir voll was gebracht. Naja, wir sind nicht kurz vorm Verrecken. Das ist schon mal ganz was ganz, ganz Feines. Okay. Ja, ich bin immer noch ein bisschen am Rad. Also, beziehungsweise ich weiß ja jetzt, wie es weitergeht. Ich habe das schon gesehen. Aber ich hätte es mir auch schon denken können. Also sowas in der Art habe ich mir zumindest gedacht, was ich euch denn zeigen möchte. Aber wir werden erstmal. Porte ich mich denn zurück am besten? Das ist schön hier. Moment, hier waren ja wieder Feen, denn nicht? Gerne mitnehmen, wenn dann nochmal welche rauskommen. Aber nein, es ist nur ein Herz gekommen. So,
möchte ich mich mal zurückwarpen. Direkt auf den Porter drauf. Perfekt. Ja. Gut, was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal dann zurück in die Schattenwelt. Aber wir müssen woanders raus, aber ich glaube, ich kann mich hier gar nicht wegwarten, so ohne weiteres. Es geht hier nicht, nicht in der Welt. Das haben wir ja getestet. Nein. Naja, klar. Gut, dann mache ich das anders. Dann wappen wir uns hier. Ja. Ja. Ich muss gerade überlegen, wie ich den... Ich mach's mir auf meine altmodische Art und Weise. Ich meine, warum nicht? Oder Biene. Aua! Danke. Und eine Fee. Und eine Fee. In eine Flasche aufbewahren. Ist hier noch eine? Nein. Ich mach das ganz einfach. Wir kennen meine Methode. So. Einfach speichern und nochmal das Spiel neu starten. Dann kommen wir auch dahin, wo ich vorhabe hinzukommen. So, und dann sind wir wieder hier und können uns frei in der Welt so ein bisschen bewegen. Ich möchte erstmal zu Links Haus und mich nochmal voll heilen lassen. Was ich gerade auch noch ganz begrüßen würde, sind eigentlich ein paar Dings. Und ich weiß auch noch, dass wir noch an eine Schwertverbesserung rankommen. Die habe ich nämlich gesehen. Dass es noch eine gibt, wo das Schwert in Rot wird, oder war es nur in der GBA? Also ich habe mir halt ein Let's Play zu einer GBA-Fassung angeguckt, ich gebe es gerne zu. Aber... Oh. Das hat ja hier nichts zur Sache. Wir sind ja hier in der Super Nintendo Original-Version. Die ich übrigens nur deswegen spiele, weil einfach original. Also ich kenne das, ich kenne ja beide Versionen nicht und für ein Beim-Projekt eignen sich doch meist die Originalversion besser. Das eine ist, es ist eine total schlechte Originalversion, halt eine total zwar gute, aber nicht ganz so gute wie das Remake. Ich werde zum Beispiel die beiden N64-Titel würde ich viel lieber auf der auf dem 3DS replayen, weil ich mag einfach die beiden Teile sehr gerne auf dem DS und meiner Meinung nach sind die ein bisschen besser. Klar, das Schamgefühl ist das Nostalgie, nicht der Scham. Scham auch, aber in einem anderen Sinne. Nicht so wie, hey, ich schäme mich, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Das wäre ziemlich komisch. Der Charme ist halt ein ganz anderer. Also, klar, der Charme ist halt auf N64 so ein halt pure Nostalgie und hier, also Morgi, 3DS ist halt, sind halt zahlreiche Verbesserungen drauf. Und das mag ich an den Teilen. Und ja, also vorhin Majora's Mask hat das Facelifting gut getan. So ein paar kleine Sachen, die ich nicht verstehe, zum Beispiel, dass du dieses eine Item da irgendwie ganz woanders kriegst. Aber. Das soll's. Spiel macht Spaß. Auf seine Art. Ich weiß gerade gar nicht. Komme ich hier in diese Dings-Passage, wo ich rein möchte gerade? Oh doch. Komme ich. Hallo Feen. Tju, 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 tju. Mir fehlt doch sowieso nur eine, nicht? Ja. Gut. Dann sind wir damit fertig und können hier weg. Und der Part ist gleich vorbei. Ich würde sagen, ich informiere mich, glaube ich, noch, was das letzte Schwert betrifft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst mal wieder für Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Bis dann und tschüss.